Eine neue Nachricht. Heute 19.08 Uhr. Hallo Christian, hier ist Mutti. Ich wollte eigentlich nur mal nachfragen, wann du mal das nächste Mal nach Schweden kommst. Ist bei euch auch so schönes Wetter in Berlin? Der Tulp macht nur den Baum dafür so schön. Könntest du dir mal wieder angucken? Kapitel 1 und ich bin da. 1978 war's, als meine Mama mich gebar. 1330 später steht für meine Kindheit und die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, bevor ich sie verlassen hab. Wie maßen andere junge Leute dazu später nochmal mehr? Die hassen heute diesen Ort, die Musterstadt der DDR. Das Plattenbauexperiment, das Siegen von Sprungmeister Walter Denner, goss sie ins Zement. Sie war sein Lieblingsflaggenhalter, seine Muse, sein Objekt. Was nicht passte, musste weg. Wohnkomplexe braucht das Land, alles gleich wie im Prospekt. Das Projekt, neue Wohnung, neue Arbeit ging voll auf. Tausende Genossen kamen, denn sie wohnen hier gebraucht, nicht in Schwedt, es müsste eigentlich heißen an der Ölpipeline, denn sie machte Schwedt zur Stadt in der Region, nur sie allein. Ohne Öl wäre Schwedt nicht mal auf Karten eingezeichnet, dafür gibt's mehr Chlorophyll, als Gärten daran reich sind. Perle der Uckermark, ich hab sie nie gesehen, vielleicht wurde ich ja nur verarschen, es war je nie schön. Perle der Uckermark, du zu viel zum Gehen, doch jede Ecke hier kann mir Erinnerungen erzählen. Okay, viele von denen möchte ich gar nicht mehr haben, weil sie dafür Sachen stehen, die meiner Stimmung häufig schaden. Begehen sie oft zu tief, sind dann viel zu emotional, spielen mit schlecht verhalten Wunden im Gedächtnis Hannibal. So fühle ich mich so von Elend, wenn ich zwei, drei Glatzen sehe, weil dann Wut in mir entsteht. Je schwer abbauen kann, ich drehe mich im Kreis mit Aggression, die an mir ausgelassen wurden und in Gedanken rächt mich und möchte sie dafür ermorden. Mittlerweile bin ich froh, dass diese Zeit so weit zurückliegt, denn die Rache, die ich wollte, ist mir heute kaum noch wichtig. Ich kann nachts nach Hause gehen, ohne dass ich dabei Schiss krieg, doch die Straßen dieser Stadt, die bleiben nach wie vor berüchtigt. Perle der Uckermark, ich hab sie nie gesehen, vielleicht wurde ich ja nur verarscht, und es war hier nie schön. Perle der Uckermark, du schickst mich zum Gehen, doch jede Ecke hier kann mir Erinnerungen erzählen. Perle der Uckermark, ich hab sie nie gesehen, vielleicht wurde ich ja nur verarscht, und es war hier nie schön. Perle der Uckermark, du schickst mich zum Gehen, doch jede Ecke hier kann mir Erinnerungen erzählen. Schwedt wurde aus dem Nichts erschaffen. Beton. Und nochmal Beton. Das Land Brandenburg ist hier nicht eben Hessen. Und deswegen war ja das auch die Lieblingsstadt von Walter Ulbricht. Ich sehe leerstehende Häuser, die sich jedem Blick entziehen. Die Wände traf ziemlich hart, so wie die Abrisskugel, die doch einst so hochgelobten, hochbewohnten Hof auf Platten bauen. Die hochmodernen Trend der Zeit, der Stadt wird letztendlich versaut. Eine Kleinstadt aus Beton und in Beton bis ins Detail. Rundherum das Paradies, nur keiner sieht's verdammt nochmal. So vollkommen gegensätzlich, schätze ich, gibt's keinen Platz mehr weit und breit. Und wer es sich aushält, geht entsetzlich, ist nur das, was da noch bleibt. Arbeitslose Facharbeiter, einst gebraucht im Kombinat, sind frustriert und überflüssig abhängig von Vater Staat. Ihre Kinder packen nach dem Abi alle ihre Sachen und im Zug nach irgendwo wird die Zukunft aufgebaut, denn der Apfel fällt bekanntlich nicht weit weg vom Stamm, man sieht's ja nur, die Richtung ist eine andere. Los, schnell weg, als ob gerade Krieg war, erst der Buh, jetzt die Flaute aufgebaut und abgerissen. Leute kommen und gehen normal, nur bin ich hin und her gerissen. Immerhin vergreist die Stadt und wird sich weiter verkleinern. Meine Freunde sind verstreut, dazu meistern mobil sein. Andererseits bleibt mir die Hoffnung, das schwebt wieder zu dem Werde, was es jahrhundertelang war, nämlich eine Perle. Perle der Uckermark, ich hab sie nie gesehen, vielleicht wurde ich ja nur verarscht, und es war hier nicht schön. Perle der Uckermark, doch jede Ecke hier kann mir Erinnerungen erzählen. Perle der Uckermark, ich hab sie nie gesehen, vielleicht wurde ich ein Ufer aus, und es war hier nicht schön. Perle der Uckermark, du schickst mich zum Gehen, doch jede Ecke hier kann mir Erinnerungen erzählen. Ganz viele Aufgänge und alles sieht gleich aus. Da oben habe ich gewohnt, zweite von oben. Wohnung und Arbeit, beides zugleich. Das war eine schöne Wohnung. Hätte 1000 Jahre gehalten. Arbeit zu finden ist hier sehr schwer. Ganz logisch, dass man dorthin geht, wo man Arbeit findet. Und die noch hier sind, die halten im Prinzip die Stellung. Wir hatten zu Spitzenzeiten in Schwedt 52.000 Einwohner, jetzt sind wir noch bei 37.000. Das heißt, wir werden noch weiter abreißen müssen. Wir haben in Schwedt gelebt, die Blöcke, die Häuser stehen aber nicht mehr. Dann wird dieser Block abgerissen. Das ist natürlich ein bisschen komisch. Was weg muss, muss weg. Kann mir auch nicht zu Hause leere Dosen hinstellen, wo es vielleicht schön finde. Der Bezug zur eigenen Geschichte wird weggeräumt.